Schön, dass ihr da seid. Wir reden heute über dieses Teil hier. Was ist das für ein Gerät? Was glaubt ihr? Eine Kamera. Eine Kamera? Sensationell. Woraus schließt ihr das? Weil das ein Fotokurs ist, oder? Ja. Das war mein erster Tipp. Ja, im analogen Bereich gibt es ja unterschiedliche Formate. Das heißt, wir beginnen im Kleinbildformat, im Mittelformat und dann das, was wir hier haben, ist das Großformat. Großformat. Wir haben ja schon drüber geplaudert. Hat was für Größe? 43 Inch. Inch? Da war was mit Inch, ja? 5 mal 5 Inch, oder? Ah, fast. Wollen wir nur ein bisschen raten? Wir können auch das Team fragen. Wie groß ist das Negativ 4 beim Großformat? 4 mal 5 Inch, genau. Wie groß ist das in Zentimeter ungefähr? 10 mal 12 ungefähr. Könnte man es genau feststellen? Wie lang ist ein Inch? 2,54. Und wenn man jetzt inzwischen hier ein bisschen rechnet, dann weiß man das. Das, was wir hier haben, ist eine Großformatkamera der Marke Sinar. Sinar war oder ist ein Schweizer Unternehmen. Anderer Name für diese Kamera noch. Großformatkamera oder Fachkamera oder verstellbare optische Kamera. Warum heißt das Teil so? Die besteht aus verschiedenen Teilen. Wenn ich jetzt mal darüber gehe und wir das da runternehmen, also alles ist abnehmbar, mehr oder weniger, hakelt ein bisschen, geht runter. Was ist das hier? Objektiv. Ein Objektiv, sehr richtig. Was sitzt im Objektiv? Spiegel. Ja. Ein Glas. Ein Glas. Im Objektiv ist ein Glas oder mehrere Gläser? Ja. Optisch vergütete Linsen. Okay, richtig. Spiegel ist übrigens keiner drinnen. Das schneiden wir raus. Was ist noch im Objektiv? Denkt an eure Digitalkamera. Was sitzt im Objektiv? Motor. Der Motor für den Autofokus möglicherweise. Das Teil, was wir hier haben, ist kein Autofokus. Manuell. Ja. Über das reden wir dann noch, weil im Objektiv ist auch nichts zum Fokussieren. Aber was sitzt eigentlich bei jeder Kamera im Objektiv? Ja, sag's. Blende. Die Blende. Die Blende. Ja? Also, wenn wir da schauen, das ist die Blende. Und nichts anderes wie bei unseren Digitalkameras. Auch hier ist die Blende. Jetzt haben wir es geschlossen. Numerischer Wert geschlossen. Habt ihr eine Idee? Oder offen. Wenn ich jetzt die Blende ganz aufmache. 5,6. Woher hast du das? Das steht da drauf. Die Lichtstärke. Ja? 5,6 und geschlossen. Jetzt haben wir hinter uns zufällig die Blendenreihe stehen. 22. Ah, geht weiter. Die geht runter bis 45. Ja? Blende 45 kann man mächtig abblenden hier. Warum? Was tue ich da im Hintergrund? Ja, ich mache da mit dem Finger, schiebe ich hier einfach mechanisch die Blende zu. Eigentlich haben wir bei unseren Digitalkameras auch das verbaut. Ja? Bei alle unseren Digitalkameras haben wir das auch. Wie nennen Sie das? Weiß das wer? Nein, nicht der Verschluss. Wir reden nur über die Blende. Mitnehmer? Ja, das ist ein Mitnehmer, aber bei uns funktioniert es elektronisch. Wenn ich eine Spiegelreflexkamera habe und durch den Sucher rausschaue, wenn es kein elektronischer Sucher ist, dann sehe ich ja das, was ich fotografieren werde. Und es wird prinzipiell nicht abgedunkelt. Wenn wir da jetzt durchschauen und ich mache so, dann wäre das Ganze dunkel, oder? Damit das nicht eintritt, ist diese Blende als sogenannte Springblende ausgeführt. Das haben wir bei den klassischen Spiegelreflexkameras im digitalen Bereich auch. Alle, die morgen zufällig eine Klausur in die FO schreiben, da ist auch eine Frage über Springblende drin. Das heißt, die wird so lange offen gehalten und erst beim Auslösen wird sie auf dem voreingestellten Wert geschlossen, weil sonst wäre sie ja beim Durchschauen immer dunkel. Da sitzt der Mitnehmer da übrigens. Seht ihr das? Deswegen ist zum Beispiel ganz wichtig, diese Objektive haben hier einen roten Punkt, da gibt es einen roten Punkt. Nachdem das ein Quadrat ist, könnte ich so und so auch drauf tun. Was würde das bewirken? Der Mitnehmer greift nicht in das Teil rein und ich mache immer mit offener Blende Bilder. Also so banal ist es. Also das Teil hat ein Objektiv. Dann nehmen wir das mal, weil ohne dem können wir nicht fotografieren. Zumindest bei der Kamera. Das ist der Auslöser. Ein Drahtauslöser. Da steckt noch so ein Kabel dran.
Wofür wird das gut sein? Das ganze Team kann mitreden. Den Sucher? Das Ganze ist manuell. Wir haben da keinen Strom. Jetzt ist da ein Kabel plötzlich. Zum Auslösen vom Blitz. Das ist das Synchronkabel für den Blitz. Also wir stecken da dann einen Funk an. Ja? So, jetzt gehen wir auf die andere Seite, nach hinten. Im hinteren Bereich haben wir das da. Was ist das? Wie ein Gitter bei den Kabeln. Ja, das ist die Mattscheibe. Ja? Also das ist quasi unser Sucher hinten. Das ist quasi das, dass wir das Bild sehen. Im Moment sehen wir kein Bild, weil wenn die Kamera nicht zusammengebaut ist, dann sehen wir es nicht. Da sind so Gitterlinien drauf, damit man sieht, ob es gerade ist. Dann werden noch, glaube ich, 6x6 cm eingezeichnet. Und das Ganze ist natürlich das, was ich sehe. Das lässt sich hier auch rausnehmen. Ja, das ist noch ein Zusatzteil, wenn wir uns das hier anschauen. Das da ist die Mattscheibe, wo eben das so eingezeichnet ist mit den Gitterlinien. Und dann gibt es das noch drauf. Ja. Wer nicht in den 60ern aufgewachsen ist, kennt das nicht. In den 60er Jahren hat man das für einen Fernseher gegeben, um den Kontrast zu erhöhen. Das ist eine sogenannte Fresnel-Linse, die dafür sorgen soll, dass man beim Scharfstellen ein bisschen besser sieht. Ja. Kann man aber rausnehmen. Und scharfstellen kann man auch direkt auf der Mattscheibe. So sehen wir noch gar nichts, aber wenn es dann auf der Kamera ist, sehen wir es. So, ich lege das mal hier einfach alles mal so raus. So, damit das Teil eine Kamera ist, brauchen wir quasi die Kamera, den Kamerateil hier. Das ist das da. Das sorgt dafür, dass, das ist unser Gehäuse. Ja. Bei der Großformatkamera heißt das Balgen. Ein Balgen ist dafür zuständig, dass diese beiden Teile miteinander verbunden sind und dass das Ganze eine Kamera wird. Diese Sinar, die wir hier haben, hat was eine Besonderheit. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das geht nicht runter, rein technisch ist das schon etwas in die Jahre gekommen, darum lasse ich es drauf. Prinzipiell Mattscheibe, Balgen und Objektiv und unsere Kamera ist fertig. Also mit dem Teil können wir fotografieren. Machen wir mal einen Versuch und schauen wir, ob man da was sieht. So, das ist der absolute Stunt hier gerade. So durchhörstellen. Schaut's. Ja, seht ihr das? Das Kabel. Ja, wir haben gerade ein Kamerabord. Also scharfstellen offenbar durch Entfernungsänderung von der Optik. Vom Dings. Ich gehe mal hier rüber, dann sieht man es da auch. Entfernung. So, Schärfe. Ich finde jetzt die Schärfe nicht. Jetzt. Seht ihr es? Ein bisschen sieht man es. Wenn man über die Schulter schaut, sieht man es ein klein bisschen. Ja, also das ist unsere Kamera. Wir haben ein Objektiv, wir haben eine schwarze Kiste, Schuhschachtel und hinten was zum Scharfstellen. Und wenn wir jetzt fotografieren, müssen wir einfach das hinten zum Scharfstellen durch den Film ersetzen oder durch die Kassette und könnten schon fotografieren. Das heißt, das, was wir hier haben, ist nichts anderes, sind die Bestandteile, die dafür sorgen, dass das halt zusammengebaut wird. Das ist der hintere Teil der Kamera. Dieser Rahmen, der auf diesem Rohr sitzt, das Rohr ist die Basis der Kamera, die sogenannte optische Bank. Und das da wird Fachausdruck, ein bisschen komisch, darf man sich nicht wundern, die hintere Standarte der Kamera ist das. Das, was wir hier haben, ist die vordere Standarte. Und Sonderfall Sinar, auf dieser vorderen Standarte, wer hat eine Idee, sitzt was drauf, was ist denn das da, was man da sieht? Das ist der Verschluss, genau. Hier ist der Sonderfall, dass der Verschluss extra ist und nicht im Objektiv. Bei sehr vielen Großformatkameras sitzt der Verschluss im Objektiv drinnen. Zeige ich euch dann. Und da ist der Verschluss hier drinnen. Hat den Vorteil, es ist beim Fotografieren ein bisschen komfortabler, weil wenn ihr schaut, ich kann hier die Blende einstellen. Also ich habe da ein Rad, wo ich die Blende einstellen kann, in ganzen und in zwei Drittel Stufen. Also ich brauche nicht vorn rumfummeln
Und ich habe hier die Bedienung, das heißt, ich mache da den Verschluss auf und ich spanne den Verschluss. Und wenn ich den Draht jetzt anschließen würde, könnte ich jetzt den Verschluss auslösen. Die Verschlusszeit, ganz lustig, stellt man da oben ein. Was wird das heißen? Da haben wir B 60, 30, 15, 8 bis 8. Hat wer eine Idee? 8 wird sein 8 Sekunden. Ja? 8 Sekunden, 6 Sekunden, 4 Sekunden, 3, 2, 1. Eine halbe, eine Viertel, Achtel, Fünfzehntel, ein Dreißigstel, ein Sechzigstel. Schneller wird es nicht. Und was ist das B? Bulb. Für Bulb. Ja? Also solange ich drauf drücke, solange ist offen. Achtung! Dieses Komfortteil hat auch einen Nachteil. Wenn der Verschluss offen ist und ich löse aus, dann ist ganz banal kaputt. Ja, weil da ist eine Feder drinnen, wenn man auslöst, dann ist kaputt. Deswegen gibt es eine Warngeschichte. Da oben ist dieser rote Knubbel, der ist ganz, ganz wichtig. Solange der rausschaut, nicht auslösen. Zeige ich euch dann, wenn wir es zusammengebaut haben. Also, Kamera liegt jetzt hier in Einzelteilen vor uns. Jetzt noch zu der Geschichte, dass da unten, also für diejenigen unter euch, die eine Lehrabschlussprüfung machen wollen, da ist auch immer klassisch die Frage, nenne die Teile der Großformat- oder der Fachkamera. Und idealerweise ist, man fängt von unten an. Man fängt von unten an, das heißt, wir haben da Stativ, idealerweise ein bisschen schwereres, damit das nicht wackelt. Das hier ist der Neiger, das heißt, hier kann ich neigen und verschwenken. Und dann geht es eigentlich mit der Kamera los. Das, was wir hier haben, wo ich gerade dran drehe, ist der sogenannte Bankhalter. Also da geht es jetzt in die Kamera rein. Das ist der Bankhalter. Das hier ist das Grundrohr für unsere Kamera. Woran und erkenne ich, das nochmal runter, wir haben ja die unterschiedlichsten Rohre, im Kasten haben wir auch noch welche. Woran erkenne ich, dass das das Grundrohr ist und das ein sogenanntes Verlängerungsrohr? Weil es hat auf beide Seiten die... Genau, das hat auf beide Seiten diese Möglichkeit, was dran zu schrauben und es hat auf beiden Seiten einen roten Punkt. So, das heißt, das Grundrohr ist die Basis für die Kamera. Wenn ich das Teil da drauf schraube, dann kann ich jetzt anfangen, die Kamera aufzubauen. Die wird man auch nie jetzt jedes Mal in Einzelteile zerlegen. Das heißt, wir brauchen vorne die vordere Standarte mit dem Verschluss. Übrigens die Firma Sinar, ein Schweizer Unternehmen. Man kann sich daraus ableiten, was das Gerät kostet. Schweizer Präzisionsmechanik hat eigene Bezeichnungen. Und dieses Teil da hinten, den Verschluss, den nennen sie Hinterlinsendruckverschluss. Also Hinterlinsendruckverschluss. Und diese Verschlusskappen sind sehr wichtig. Wer hat eine Idee, warum? Wenn ich arbeite beim Fotografieren, nach vorne neige, dann kann ich ja mal zum Scharfstellen, also Scharfstellen muss man mal grob hier, und wenn ich da locker dann nach vorne, dann fällt mir einfach das ganze Teil runter. Deswegen ist ganz wichtig, beim Fotografieren immer diese Abschlusskappen dran zu lassen. So, dann tun wir die hintere Standarte. Wie weiß ich denn, wo vorne und wo hinten ist? Ja, also die könnt ihr jetzt so auch reintun, aber ihr müsst euch immer vorstellen, da sind ja allerlei Skalen drauf. Ja, also auch für das Team hier, da gibt es jede Menge Skalen drauf. Ich baue das so zusammen, dass ich das sehe. Weil einsetzen lässt sich es immer, also das funktioniert allebei. So, gleich mal ein bisschen fixieren und gleich mal hier den Stoppel drauf, damit es mir nicht drunter fällt. Wie kann ich denn das verstellen? Na so, ganz einfach neigen und wieder festschrauben. Was fehlt uns jetzt, damit es eine Kamera ist? Der Balken. Ja? Und das Objektiv selber. Und das Objektiv selber. Es gibt zwei verschiedene Arten von Balken. Das ist ein normaler und dann gibt es noch einen Weitwinkelbalken, den zeige ich euch nachher. Diesen normalen Balken muss ich da irgendwie reingeben, verriegeln. Und das ist immer, ihr seht, das hat unterschiedlich hier diese Klappen. Ja. Erstens, das ist Schweizer Feinmechanik, wenn das nicht gescheit drauf ist und man drückt es gewaltvoll runter, dann bricht es. Also man sollte schauen, dass das gut drinnen ist. Und beim Zerlegen ist immer die große Gefahr, ich mache das falsche Schnapperl auf, die Kamera ist geneigt und schon fällt das Objektiv am Boden. Deswegen ist da das Sicherungsteil, das nicht gleich runterfällt. So, jetzt brauchen wir noch das Objektiv drauf. Wer mag es drauf bauen?
Genau, wichtig, roter Punkt auf roter Punkt. Unten da rein in diese Führung. Nur nicht fallen lassen, der Rest ist wurscht. Ja, das ist noch nicht ganz dran. Zuerst unten, weil du musst zuerst einfahren, einfädeln, dann. Ja. Und jetzt zu machen. Als es noch die Meisterprüfung in Österreich gab, war das ein Hauptgrund für viele, die durchgefallen sind, weil alle Bilder überbelichtet waren. Irgendwer hat die Kamera falsch zusammengebaut, hat es in der Ecke genommen, der nächste hat es genommen, ist fotografieren gegangen, hat nie kontrolliert, ob denn das Objektiv verkehrt drauf ist, weil wenn das verkehrt drauf ist, dann wissen wir, dann funktioniert der Mitnehmer nicht und es blendet nicht ab und ich habe lauter überbelichtete Bilder. So, fotografieren könnte man jetzt schon, aber damit wir was sehen, brauchen wir die Mattscheibe. Die Mattscheibe ist so ausgeführt, dass das gleichzeitig der Halter für die Planfilmkassette ist. Wie kann ich denn quer- und Hochformat fotografieren mit der Kamera? Genau. Je nachdem, wie ich das Teil montiere. Wenn ich so montiere, habe ich ein Querformat. Wenn ich so montiere, mache ich ein Hochformat. Also da wir morgen oder in den nächsten Tagen Porträts machen, montiere ich es gleich mal auf Hochformat. Das da hat keine Funktion, das wäre für ein Belichtungsmesser, den man hier reingeben kann. Das heißt, um zu fotografieren, brauche ich jetzt nichts anderes wie hier scharf stellen. Wenn du schaust, da sieht man hinten schon unscharf die Lampen. Das heißt, scharf stellen funktioniert über das Verschieben einfach hier, ja, dass man da scharf stellt. Und da sehen wir jetzt zum Beispiel, verdammt, wir können gar nicht scharf stellen auf da hinten. Warum nicht? Weil, um für diese Schicht scharf stellen zu können, braucht man einfach ein längeres Rohr. Das heißt, man schraubt dieses Rohr hier dran. Da gab es auch Zwischenstücke, die nicht ganz so lang sind. Ich habe jetzt zufällig nur dieses lange bei der Hand. Und wenn ich jetzt das weiterziehe, dann sehen wir da hinten schon, dass es scharf wird. Also das ist jetzt der Nachteil. Wir werden dann schauen, im Kasten haben wir ein nicht so langes Rohr. Und bitte immer schauen, dass ihr hier etwa in der Mitte seid, dass das passt. Man könnte jetzt einen Kunstgriff machen und sagen, okay, wir gehen jetzt hier mit dem ein Stückchen zurück und übersiedeln quasi auf das Rohr. Dann habe ich nicht hinten so viel, sondern kann es hier ausgleichen. Wenn ich jetzt Weitwinkel mache, Landschaft fotografiere, wie schaut es denn aus mit dem Abstand hier? Genau, dann ist der Abstand sehr, sehr klein. Wenn ich jetzt Makro, also was sehr Kleines aus der Nähe fotografiere, dann ist der Abstand sehr lange. Also da ist eigentlich nur die Grenze irgendwann, da könnte man dann dazwischen eine Standarte geben oder wie auch immer. Okay, so, jetzt haben wir eigentlich die Kamera schon ziemlich fertig. Was hindert uns jetzt daran zu fotografieren mit dem Teil? Wir können nicht auslösen. Ja, also bei dieser Kamera braucht man unbedingt den Drahtauslöser. Ohne den geht es nicht. Der schon mächtig verbogen ist, aber er geht noch rein. Und jetzt, was ganz, ganz wichtig ist, das heißt, unsere Kamera ist eigentlich ziemlich fertig. Würde man blitzen, braucht man das noch, aber sonst sind wir mit der Kamera so weit wie möglich fertig. Es gibt hier noch allerlei Möglichkeiten zu verstellen. Also ich kann das hier verschieben, ich kann das hier verschieben. Und ich kann dann noch sowas verschieben, also da ist jetzt alles verstellt, was es gibt. Wird es zum Einsteigen Sinn machen? Nein. Am meisten Sinn macht es, immer alles hier auf 0 zu stellen, weil dann hat man eine ganz normale Kamera. Also wenn ich das auf 0 stelle und hier, übrigens, da zwickt man sich sehr gerne die Finger ein, wenn man da arbeitet, hier die Finger hat und dann fällt es runter, das kann ziemlich, wenn man da die Bauchmuskeln nicht anspannt, bremselt das ein bisschen. So, das heißt, ich fixiere es mal hier und idealerweise auch vorne auf die gleiche Höhe, damit ich eine ganz normale Kamera habe. Also, wenn wir das jetzt alles hier auf die gleiche Höhe stellen, dann haben wir nichts anderes wie eine Kamera wie zu Hause. Und da nochmal schauen, ob da nichts verschwenkt ist, das reißt der ein bisschen ein. Und hier könnte man es auch noch verschieben, ist auch auf 0. Immer schauen, dass alles auf 0 ist. Okay. So. Wenn wir dann fotografieren wollen, brauchen wir diese Planfilmkassetten, die man vorher im Dunkeln mit Filmen füllt.
zwei, wir haben das eh schon probiert, zwei Filme auf jeder Seite eine, und wenn das dann geladen ist im Dunkeln, dann ist das Licht dicht. Das heißt, wenn ich fotografiere, wie gehe ich vor? Ich brauche ein Motiv, ja? Dann stelle ich mir die Kamera dorthin, wo ich es haben will. Nehmen wir mal an, ich fotografiere hier meine Brille. Und das Ganze machen wir von da aus. Dann ist im Moment diese Kamera nichts anderes wie unsere normale Kamera. Ich muss also jetzt schauen, dass ich da hinten ungefähr mal auf die Brille ziele. Wenn wir also jetzt da die Brille einfach mal fotografieren wollen, dann sieht man ja, man sieht kaum was hier drin, hinten auf der Matscheibe. Warum? Weil die Umgebung eben auch entsprechend hell ist. Also ich sehe immer noch was, wenn vorne hell ist und hinten dunkel ist. Wie kann ich hinten dunkel machen? Das ist der Klassiker, den man aus den alten Filmen kennt. Ja? Also man hat dieses Tuch, geht da drüber und sieht schon was. Ja? Man da irgendwie hinschauen will, vielleicht die Kamera. Wenn man den Kopf nicht aufzeichnet, dann sieht die Kamera auch was. Dann sehen wir hier die Brille und scharf stellen. Ich kann mal grob hier einfach die Standarte verschieben. Wenn es grob ist, dann kann man hier noch an diesem Schärfeknopf drehen, bis scharf ist. Und damit man wirklich scharf ist, geht man mit der Lupe direkt aufs Glas und schaut, ob es scharf ist. Wurde nach Minute. Aber bevor wir da alle zu kuschelig unter diesem Tuch sind, das schon Motten zerfressen ist, jetzt würde ich gerne, dass ihr mal was macht. Ich hätte gern, dass die Brille Formatfüllung da drauf ist. Jetzt machen wir aber noch Folgendes. Ich habe gesagt, wir machen Hochformat, weil wir morgen Hochformat machen. Aber für die Brille bin ich der Meinung, bietet sich eher das Querformat an. Das heißt, wir machen das mal hier als Querformat. Und jetzt lasse ich euch zoomt mal die Brille an. Ja, genau. Das ist der Zoom. Ja? Na, Punkt. Das ist aber ganz schön nahe. Ja? Zu nein? Naja, probier mal. Ja, wo kann ich nochmal neigen? So. Neigen ist das Teil. Ja. Zu viel. Ja. Okay. Hab ich irgendwas? Ich weiß nicht, wie viel Spaß. Hast du viel gesehen? Gehen zu. Also wir versuchen jetzt hier den Ausschnitt, das ist schon sehr knapp dran. Also ihr seid hier schon sehr knapp dran, also wir zoomen ein Stück zurück. Oh, verdammt. Na, das wäre jetzt eine zu große Herausforderung für euch gewesen, wenn ihr so knapp dran seid. Und was fällt euch übrigens auf, wenn wir das machen? Das ist der Klassiker beim Drehen. Ja? Man dreht in die falsche Richtung, weil es am Kopf steht und seitenverkehrt ist. Ja? Also ich muss jetzt mal den Ausschnitt in etwa, und jetzt geht es um Scharfstellen. Scharfstellen immer Folgendes. Hier, ja, wenn ihr da seht, dann gibt es hier das Scharfstellen. Aber prinzipiell würde ich mal ihr alles auf Null lassen, hier lösen und ungefähr scharfstellen. Also grobe Schärfe macht man hier, dann fixiert man das wieder und dann dreht man hier an dem Rad. Ich stelle mal unscharf ein, damit ihr hier scharfstellen könnt. Also fürs grobe Scharfstellen reicht es aus ohne Tuch, dann das Tuch und dann stellt es mal scharf. Ich hole mal kurz was. Und wie sieht es aus? What do you say? So, das, was ich hier habe, hat der professionelle Großformatfotograf immer hier so vor dem Bauch hängen. Ja, ist ganz wichtig. Deswegen ist auch die Körperform des Großformatfotografen so, damit man es leichter hier erwischt. Ja. Formatfüllend. Ja, formatfüllend. So, jetzt meine Frage an euch: Was glaubt ihr, was das ist? Die Lupe. Das ist eine Lupe, ja? Also kein Schnapsstammball oder sonst irgendwas, das ist eine Lupe, die man für allerlei Dinge einsetzen kann. Zum Beispiel könnte man hier auf einem Leuchttisch schauen, ob sein Tier scharf ist. Und so kann man auch hier direkt mit der Lupe da drauf gehen und schauen, ob denn hier scharf gestellt ist. Ich schätze mal schon, dass man scharf gestellt ist. Ich schätze auch. Ich lasse euch nochmal kontrollieren. So, und damit man gut sieht. Wir müssen mal ein neues Tuch
beantragen. Wenn da Löcher drin sind, sind das Motten? Hat er die jetzt am Hemd? Ja, wahrscheinlich. Haben wir über das schon mal nachgedacht? Es juckt. Okay, also es ist scharf. Es ist scharf. Ja, wir lassen dann eh alle mal schauen. Und was halt ganz wichtig ist, bei diesem Hinterlinsendruckverschluss, ja, ist, egal was für Blende das eingestellt ist, wird das Objektiv immer mit der Springblende offen gehalten. Ich habe da noch eine andere Kamera, damit wir das auch sehen im Vergleich. Das ist nämlich die große Ausnahme. Die normale Großformatkamera hat Objektive, die keinen Hinterlinsendruckverschluss haben, sondern normales Großformatobjektiv sieht so aus. Ja? So schaut das Standardobjektiv aus. Ich weiß, ihr tut es gerade scharf stehen, aber wenn ihr hier noch kurz zuschaut, das ist ein Standard Großformatobjektiv. Dieses Objektiv sitzt auf dieser Platte, die im Fachjargon Platine heißt. Und da ist alles verbaut. Da ist der Verschluss drinnen und die Blende. Das heißt, die Blende stelle ich hier ein. Die wird nicht künstlich offen gehalten, sondern wenn der Verschluss offen ist, dann wird hier eben abgeblendet entsprechend. Sprich, beim Scharfstellen sehe ich nichts, wenn das zu ist. Ich muss immer aufmachen, damit ich was sehe. Und der Verschluss sitzt hier drauf. Das heißt, diesen Verschluss kann ich auf- und zu machen. Und wenn er zu ist, dann kann ich es hier dann auch auslösen, nachdem er aufgeladen wurde. Bei Großformatkameras, egal ob bei der oder bei der, ist immer ein Zentralverschluss eingebaut. Zentralverschluss hat zwar den Nachteil, dass er nicht ganz so schnell ist wie ein Schlitzverschluss, aber was ist es schon mal wo vorgekommen? DFO3 Studio Licht, Zentralverschluss bedeutet was? Synchronisieren, denkt an synchronisieren. Also mit der Blitz, die Synchron- genau, Zentralverschluss synchronisiert immer, egal was für Zeit das eingestellt ist. Also so schaut es standardmäßig aus, dass bei jedem Objektiv die Blende eingebaut ist und eben auch der Verschluss. Ganz wichtig beim Verschluss, das bitte nur spannen, wenn der Verschluss geschlossen ist, ja, dann kann ich spannen und auslösen. Weil wenn der Verschluss offen ist und ich löse aus und spanne wieder, dann ist da sofort was verbogen drin, was kontraproduktiv wäre. Hier eben, wenn dieses rote Nippel da oben in die Höhe steht, man ist ja der Fotograf, die Fotografin steht hinter der Kamera und sieht hier dieses rote Warndings, dann heißt das nicht auslösen, der Verschluss ist offen. Ja? Auf das muss man aufpassen. Wie schließt man den Verschluss? Indem man hier nach oben zieht, jetzt kann ich fotografieren. Ja? So, da war längere Zeit eingestellt, deswegen hat das jetzt erst ausgelöst. Was ist der Vorteil von dem? A, Komfort. Ich muss nicht immer die Blende auf und zu machen, sondern da habe ich hier den Wert der Blende, den ich einstelle, Blende 16, und es bleibt trotzdem offen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn alles im Objektiv eingebaut ist, dann kostet das Objektiv natürlich viel mehr Geld, wie wenn nur das Glas verbaut ist, wenn man so will. Also ihr habt jetzt hier scharf gestellt. Nein, habe ich die Brille weggeräumt? Ja. Oh, das tut mir ein bisschen leid jetzt. Das habe ich nicht bewusst gemacht, glaube ich. Wir sind jetzt mit der Erklärung gleich ganz durch und dann kann jeder mal hands-on hier das probieren. Wie sind wir zeitlich? Gut. Gar nicht so fest anschrauben. Man sieht das in der Handbewegung, dass das ein festes Anschrauben ist. Ich meine, schon halten soll es schon, aber. Okay. Ist es scharf? Ja, aber jetzt ist es ja. So, während Sie scharf stehen, jetzt denkt man auch, was kann man alles einstellen? Was können wir denn bei unserer Digitalkamera alles einstellen? Also im Moment, wir gehen mal ganz normal her, das ist wie eine normale Kamera, scharf stellen nur durch Ändern der Entfernung von der vorderen und der hinteren Startart. Also der sogenannte Balkenauszug ist dafür entscheidend, ob es scharf ist. Zoomen, indem ich rangehe oder weggehe, aber nach wie vor ist es eine ganz normale Kamera.
Über das Verstellen reden wir erst später. Wir verwenden das jetzt einmal als ganz normale Kamera. So, wenn wir mit unserer Kamera jetzt so eine Brille fotografieren, was könnte man auf unserer Kamera alles einstellen? Nachdem wir das auf dem Stativ haben und scharf gestellt haben, was kann man jetzt alles einstellen? Blende. Ja? Zeit, was noch? ISO. Ja? So, wo stellen wir hier die ISO ein? Frage ans ganze Auditorium. Wo stellen Sie bei dieser Kamera die ISO ein? Ja, sag. Über den Film. Ja? Das heißt, ich gehe zum Händler, kaufe einen Film und da steht auf der Filmpackung drauf 25, 100, 4x5 Inch. Was hat der jetzt? 25 ISO oder 100? Sind 100 Blatt drin zu 25 ISO oder sind 25 Blatt zu 100 ISO drin? 25 Blatt und 100 ISO. Woher wissen wir das? Weil uns das der Herr Berger zugeht. Wir packen es aus und zählen, wenn 25 drin ist, muss er 100 ISO haben. Die 100 ISO sind richtig. Das heißt, einstellen tun wir die gar nicht. Wir stellen also was ein? Zeit und Blende. So, wenn wir jetzt da die Brille fotografieren und 100 ISO haben, bei dem Licht, was stellen wir da jetzt ein? Ist es nicht so, das ist jetzt der Zugang des Digitalfotografen. Ich mache ein Bild und schau mal. Ja? Das könnte man ja auch machen. Wir machen ein Bild, bringen den Film zum Entwickeln oder entwickeln, lassen das stehen und morgen in der Früh machen wir das nächste. Wenn das eine überbelichtet ist und das andere unter, haben wir übermorgen ein korrekt belichtetes Bild. Was könnte man auch machen? Was wäre der banalste aller Zugänge? Wenn ich jetzt wissen will, was brauche ich für Zeit, für Blende, um hier ein Bild zu machen. Wo ist unser Making-of-Team? Du bist Making-of-Team? Komm her. Mach da ein Bild und schau nach, was es dir anzeigt. Also im digitalen Zeitalter könnte ich mir mit meiner Digitalkamera helfen und Zeit und Blende hier ablesen. Ein Hundertstel habe ich, Blende 2,8, ISO 160. Ja, so 160 ISO. Bei 100 müsste man was machen? Rechnen. Die Zeit verdoppeln. Also ja, verdoppeln, doppelt so lang. Was hast du gehabt? 2,8? Ein Hundertstel und 160 ISO. Okay. Also ein 200stel, 250stel kommt man in etwa hin. Nachdem das aber ein Film ist, habe ich keinen Spielraum. Also es muss schon genau passen. Was gibt es noch für Möglichkeit? Wir haben, pass auf, die Digitalkamera haben wir zu Hause gelassen. Wir haben einen analogen Tag. Wie können wir jetzt herausfinden, was wir da für Blende und Zeit einstellen müssen? Die ISO kennen wir schon, die 100. Ich habe das Superman-Auge und sage, 100 ISO, dann ist das da ein 30stel und Blende 8. Nicht mal ich würde mir das zutrauen, wobei es wahrscheinlich stimmt. Merkt ihr das bitte irgendwer, vielleicht stimmt das. Oder was wäre der einzig wirkliche Zugang? Wie probieren wir? Wir machen jetzt 10, da sind eh 25 Blatt drinnen. Wir machen 25 Belichtungen in ganzen Blendenstufen, dann ist eins dabei. Bracketing heißt das im reinen Englisch. Ja? Warum machen wir das nicht? Ich probiere einfach einmal das, was der Super auch gesagt hat, und schaue, ob es stimmt. Also morgen wissen wir es. Wie willst du schauen? Genau, so ist es. Ja? Also das ist der Vorteil, Leute, die analog fotografiert haben, denken zuerst und dann machen sie ein Bild. Beim Digitalen ist die Gefahr groß, dass man zuerst ein Bild macht und dann zum Denken anfängt. Oder manche nie denken. So, wir haben jetzt den Film, der sagt uns die 100 ISO. Schaut mal, was da liegt. Ein Belichtungsmesser. Ja, das heißt, ich stelle diesen Belichtungsmesser nicht auf Blitz, sondern jetzt hier auf Zeit oder Blende, weil es wurscht ist. Ja, ich gehe jetzt hier auf Zeit, wippen wir mal da und messen wir. Wohin messe ich, in welche Richtung? Wo es Licht gibt. Also wir wissen, es gibt zwei große Arten der Belichtungsmessung. Zwei große Arten der Belichtungsmessung. Objektmessung und Lichtmessung. Objektmessung würde bedeuten, ich gebe dieses weiße Kalottenteil runter und messe so hin. Dann wird was gemessen? Das Objekt. Das Objekt. Ich habe aber viel Weiß, das heißt, das ist dasselbe Problem wie bei der Digitalkamera. Es stimmt nicht 100%. Wenn ich also eine Lichtmessung mache, messe ich vom Objekt
Richtung, was? Licht oder Kamera? Kamera. Kamera, korrekt. Ja, das heißt, ich gehe hier hin und messe Richtung Kamera und lese mal ab, was da steht. Da steht jetzt 2.89 T ein Achtel. Was heißt das? Blende zacken wir auf. Klar, war klar, dass ihr rennt habt. Der misst in Zehntelstufen. Ja? Was ist denn die nächste, wenn 2,8,9 steht? Was ist denn die nächste ganze Blende? 3,6. Ganze Blende? 5,6. 4. 4. Wer es nicht weiß, da unten ist noch eine Skala, da könnte man nachschauen. Es leuchtet bei 4, also 4 ist in der Nähe von 2,8,9. Also so einfach ist es. Deswegen müssen wir die ganzen Blenden wissen. Also Blende 4, ein Achtel, wäre richtig. Also ihr seht, ich bin auch mit meiner Schätzung daneben gelegen. Jetzt kann ich da noch auf nach oben tippen oder einfach neu messen. Und dann sehen wir hier bei Blende 8,09. Was ist 8,09? 8,0,9. 11. Ja? Also nahezu 11 eine Sekunde. Das heißt, da stellen wir ein. Da auf Blende 11 und da auf eine Sekunde. Wenn denn scharf gestellt ist und alles passt, passt jetzt alles? Können wir jetzt ein Bild machen? Ja, passt. Fehlt nur Papier. Fangfrage. Was fehlt? Das Film fehlt? Unabhängig davon. Ein Bier fehlt, ja. Unabhängig davon, was fehlt uns noch im Moment, können wir jetzt da drauf drücken? Ja. Weil? Es gibt keine Kassette drin. Ja, aber das, wir können kein Foto machen, weil wir keine Kassette drin haben. Da habt ihr schon recht. Ja, genau. Ja, der rote Knubbel leuchtet. Das heißt, wenn ich jetzt drauf drücke, ist die Kamera hin. Ganz einfach. Ja, echt. Das heißt, wenn der Verschluss gespannt ist, dann kann ich mir ohne Film einmal auslösen, um zu schauen, ob das Teil geht. So, und jetzt brauchen wir einen Film. Das heißt, wenn man vorher einen Film hier einlegt, dann geht man nachher hinter die Kamera. Da ist aber jetzt schwarz. Wieso ist der jetzt schwarz? Weil es zu ist. Weil es zu ist, ja genau. So, dann hebt man hier diesen Hebel an und schiebt die Kassette da rein. Und zwar hier ein bisschen gegenhalten, bis sie einrastet. Und das Einrasten führt dazu, ich hole sie nochmal raus, wir haben ja hier diese Knöpfe, die verhindern, dass das aufgeht. Das heißt, die Kassette weiß, jetzt ist sie drin und jetzt geht's auf. Nachdem alles zu ist, lichtdicht ist, die Mattscheibe ist dahinter, ist jetzt der Film vorne. Das heißt, wenn wir jetzt ein Foto machen, bei dieser Kamera mit dem Hinterlinsendruckverschluss brauchen wir den Verschluss nicht mehr spannen. Dann ist das jetzt belichtet und dieser Schuber, schauen wir, dass er weiß vorne ist, den schieben wir jetzt rein, heben hier an, ziehen das raus. Und jetzt wissen wir, die ist belichtet und die Seite ist unbelichtet und könnte man ein zweites Bild mit dem machen. Probieren wir das aus? Natürlich. Aber jetzt machen wir mal Trockentraining und so, das ist auch eine Großformatkamera, eine transportable. Bei den Amerikanern heißt die Field-Kamera, weil man es mit ins Feld nehmen kann. Ist im Prinzip völlig identisch. Du hast vorne eine Standarte, hinten eine Standarte. Das ist halt alles ein bisschen puritanischer. Das heißt, wir haben hier die Mattscheibe. Das klappt auf, um den Film reinzuschieben. Und vorne eben die Standarte mit dem Objektiv. Und das ist jetzt der große Unterschied. Ich lege sie mal so her, damit alle halbwegs dazu sehen. Hier im Objektiv ist die Blende eingebaut und es wird wirklich dunkler. Ist die Blende eingebaut. Da stehen die Werte drauf. Von 5, 6 bis 64 geht das gar. Es wird also wirklich im Sucher dunkler, wenn ich die Blende zumache. Zum Scharfstellen muss ich also jedes Mal die Blende aufmachen. Die Zeit stelle ich hier ein, 30stel bis auf 500stel. Da wäre der Anschluss für den Blitz sogar. Und was aber jetzt wichtig ist, also ich gehe immer so vor, ich mache die Blende auf, stelle scharf, indem ich hier die Entfernung verändere, stelle scharf. Wenn ich scharf gestellt habe, mache ich was, ich blende auf den voreingestellten Wert ab, den ich brauche, kontrolliere nochmal die Zeit und dann ist der Moment, wo ich hier das Wichtigste machen muss, im Moment sehen wir durch,
ich muss den Verschluss schließen. Das ist das Wichtigste. Weil erst wenn der Verschluss geschlossen ist, darf man hier den Verschluss spannen. Wenn der Verschluss offen ist und man spannt, ist es auch hin. Der Vorteil hier, ich brauche nicht unbedingt einen Drahtauslöser, ich könnte auch so auslösen. Ich muss jedes Mal wieder neu spannen, um auszulösen. Wichtig, wie sehe ich da, kein roter Knubbel oder sonst irgendwas, dass da ein roter Punkt versteckt. Man muss sich einfach voll konzentrieren, dass man ja den Verschluss, weil hier jetzt nicht aufziehen, das wäre fatal. Immer Verschluss schließen und dann, also da kann ich nichts falsch machen, wenn es nicht auslöst, habe ich den Verschluss nicht gespannt. Aber muss den Verschluss schließen. So, das ist der Unterschied zwischen dem Objektiv mit dem Hinterlinsendruckverschluss und dem Objektiv, wo das alles beim Objektiv eingebaut ist. Höchste Konzentration, gewöhnt sich an den Workflow, Kamera zusammenbauen, aufstellen, Entfernung, Ausschnitt, scharfstellen, dann Belichtung messen, Zeit feststellen und dann kontrollieren, ob der Verschluss zu ist, Verschluss spannen, auslösen, fertig. Zittrige Hände nach dem Auslösen, weil das ein besonderes Erlebnis ist. Vintage, wie Sie gesagt haben. Gut, dann wollen wir das mal machen, oder?